Stell mir manchmal vor, wie ich mit ihr spiele, wie ich sie trage. Schön. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sie aussehen wird, so wie sie riechen wird, Sie wird top riechen. wie ihre Stimme sein wird. Was wird sie mögen, was wird sie nicht mögen? Was werde ich für sie kochen? Steak. Wie wird das sein, wenn wir zum ersten Mal zusammen spazieren gehen? Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass da jemand drin sein wird. So klein. Guck mal bitte, wie süß. Sie ist einmal am Schlafen. Sie sieht aus wie du. Die Wangen von dir, finde ich. Aber das hat sie von mir. Ja. Und Seiten auf Null hat sie von mir, muss ich echt sagen. Sie hat noch Seiten auf Null. Das wird sich natürlich verändern. Nein, man sieht doch, dass sie Haare hat. Luisa, aber ihre Seiten sind auf Null. Hey. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Wir verraten euch den Namen vom Kind. Sagt man das so? Vom Kind? Von unserem Kind, oder? Ich habe früher mal gedacht, bevor ich Luisa geheiratet habe, wenn ich irgendwann eine Tochter bekomme, wird sie so heißen. Und dann geht das Leben manchmal ein bisschen schnell. Und dann ist das passiert, was passiert ist. Luisa ist schwanger geworden. Es ist ein Mädchen. Inshallah kommt sie gesund auf die Welt. Und wir finden es schöner, wenn man vorher schon das Kind benennt und nicht so erst, wenn sie da ist. Weil sie ist ja jetzt schon da. Sie ist nur noch nicht draußen. Wisst ihr, wie ich meine? Sag. Die Kleine heißt Imani. Imani ist da und Imani wird bald rauskommen und Imani wird dann am Start sein. Und Imani heißt übersetzt mein Glaube. Also der Name hat auch eine starke Bedeutung. Also vor 2 Wochen hatten wir uns zu 99% für den Namen entschieden. Jetzt sind wir uns zu 100% sicher, deswegen haben wir es euch auch jetzt gesagt. Für mich ist es krass. Für mich ist das wirklich krass, krass. Weil, du musst dir so vorstellen, mit 19, 20, 21 war ich schon immer alleine. Und ich wusste nicht, was die Zukunft bringt. Aber das wusste ich. Also so vom Bauchgefühl. Ich wusste, Klein Perle und sie wird Imani heißen. Ich finde, er hat auch Geschichte. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was schön für mich ist? Dass ich dir einfach auch damit deinen Traum erfüllen kann. Du hast wirklich meinen Traum erfüllt, ne? Du hast ja auch meinen Traum erfüllt. Dein Traum ist egal, du bist ja mein Traum erstmal. Mein Traum hast du mir erfüllt. Imani, jetzt wenn man es so offiziell ausspricht, fühlt es sich noch realer an. Imani, ihr wisst Bescheid. Imani, kannst du mal bitte aufstehen? Das hier ist Imani. Ihr wisst Bescheid, Leute. Mein kleiner Bobo, mein kleiner Perle. Mein kleiner Perle heißt Imani. Und Imani kommt bald raus. Ist auf jeden Fall sehr ungewohnt, wieder so zu sitzen. Ist lange her. Ihr wisst ja, wie es damals losging. Genau so. Hat sich nichts verändert. Von außen ändert sich viel, aber glaubt mir, hier hat sich gar nichts verändert. Hallo Jindawis, wir gehen jetzt ein paar Sachen fürs Baby kaufen. Luisa hat eine Liste fertig gemacht. Imani Erstausstattung. Ist hier ein Auto oder was ist das Erstausstattung? Gibt es auch Imani in Ausstattung oder was ist das hier? Nein. Kinderwagen, Bett, Badewanne, Windeln, Flasche und Schnuller und ein Buch. Ja. Das habe ich aufgeschrieben. Let's go to the beach. Ja? Wir fangen an mit Kinderwagen, ne? Wir holen Ihnen einen Porsche AMG S. Ihn? Wer ist ihn? Luisa? Nein, wir holen ihr ein Porsche AMG S Coupé 4MATIC. Wir gehen rein. Das brauchen wir. Könnte man den jetzt testen? Na klar. Kann man den nicht matt machen irgendwie? Ein bisschen tiefer legen, irgendwas? Und ich muss einfach mal ein. Luisa musste weinen. Lange durchgehalten aber, ne? Ja. Okay, nehmen wir. Wir haben der kleinen Perle jetzt ihren Wagen geholt. Jetzt bekommt Imani noch ihr Kinderbett. Wir müssen aber erstmal Platz hier machen. Wir gehen die Sachen ablegen und dann geht's weiter. Nicht mehr lange, ey. 2 Monate, nicht mehr lange. Jindawis, Imani ist on the way. Kinderwagen, check. Autoschale, check. Was brauchen wir noch? Ey, ich muss hier die Liste für meine Tochter machen. Hau ab, Mann. Hier steht auf jeden Fall noch einiges. Wir gehen in den nächsten Babyladen und gucken, was wir davon bekommen. Konzentrier dich, okay?
Für unsere Tochter. Für unsere Tochter. Imani, für dich. Falls du das später mal siehst, deine Mutter war ein Ehrenmann. Seid ihr eingeschlafen? Ja, ich finde es perfekt. Ey, wa. Ich hab Dollarfächer in meinem Reisekopf. Sag ihm Bescheid, Rebel ist da, es wird zu gefährlich. Ich bin nur ehrlich, Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Aha. Hallo Jindawis. Es ist wieder soweit, Spieltag. Wenn ich heute ein Tor schieße, Enten-Move, okay? Okay. Für die kleine Batta. Batta bedeutet Ente. Wer es nicht weiß, jetzt weißt du es. So, ich sitze jetzt im Stadion. Die wärmen sich gerade schon auf. Ich hoffe, Nader wird heute 2 Tore schießen. Ich wünsche mir das so sehr. Das Spiel hat jetzt begonnen. Nader hat ein Tor geschossen. Das ist mein Man. Jetzt warten wir noch auf das zweite Tor. Da hatte ich recht. Da hat Nader heute 2 Tore geschossen. Mhm. 29. Spielminute, Leute. Nader Jindawi hat wieder ein Tor geschossen. Ich bin so stolz. Guck mal hier. Alle im Hintergrund, die platzen. Gönnt doch einfach. Wenn jemand ein Tor schießt, ich gönne doch auch. Nader hat 2 Tore geschossen. Nader hat 2 Tore geschossen. Er wird noch mehr Tore schießen. Hört selber! Wiederum der Torschütze, die Nummer 7, Nader El-Jindawi. Genau, habt ihr richtig gehört. 3. Jetzt einmal zum Interview. Wir interviewen jetzt Nader Jindawi, Spieler des Tages. Hallo Jindawi. Das Spiel war gut. Ich habe 3 Tore gemacht. Ja. Und ich habe Torjubel für meinen kleinen Batta gemacht, für meine kleine Ente. Starke Leistung. Starke Leistung zurück. Sexy Ballons und Dramatik, Romantik, Balancing, Insta-Flancing. Ey, wow. Wow. Pullover. Ey, wow. Hallo, Lieblingsmensch. Was ist da drin? Wow. Wow. Warum bist du nicht gekommen? Wochenende, Mila-Time und du warst einfach nicht da. Warum sagst du uns ab? Es war zu viel Stress. Ich hatte einfach zu viel Stress. Morgen kann ich auch nicht. Okay. Sehen wir uns nächste Woche. Kannst du das einrichten? Kannst du dir Zeit nehmen? Ja. 100% aber am Wochenende. Du weißt, ich habe zu viel Stress, aber am Wochenende bin ich wieder da. Okay, Mila. Also nächstes Wochenende sehen wir uns. Ja. Okay. Bye. Jetzt gibt's eine gute Nachtgeschichte. Meine allerersten Tiere. Es war einmal eine Katze, die hieß Kitty und die andere Katze heißt Kati. Und diese Katzen haben eine Latsche geklaut aus Moschee und diese Katzen haben immer einen Hund geärgert. Der Hund heißt Bello. Dieser Bello wollte Fußballprofi werden, aber Kitty und Kati haben ihn einfach nicht gegönnt. Und immer wenn er mit seinem Ball gespielt hat, haben sie zu ihm gesagt, schwache Leistung. Das Gute für Bello war, sein Vater arbeitet bei der Polizei und Bellos Vater hat Kitty und Kati abgeschoben. Ende. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?